den spielt euch das dann. Heute haben wir eine Badebomb-Challenge für euch. Und zwar, die sind von Lush. Die hier riecht nach Spaghetti Bolognese. Das ist das Tolle. Echt? Ja. Und einige glitzern sogar. Ja, zum Beispiel. Die Rakete, genau. Ja. Das ist wahrscheinlich Sternstaub, Schnucki. Pass auf, dass sie nicht schon gleich abgeht da hinten. Die hängt da so. Mach mal mit. Ja. Mit welcher möchtest du anfangen? U-Boot. Mit dem U-Boot. Oh, ich glaube, du hast es. Wow! Kannst du. Oh, es liegt auf dem Rücken, ne? Kannst du es richtig rumdrehen? Nee. Komm so mal ran. Oh nein! Ich glaube, das soll so. Guck mal, gelb und pink. Ja, und das ist so der Schaum. Badeschaum. Ja, Hannah hat schon gesagt, sie möchte danach in die Wanne. Ja. Und ich habe gesagt, dann gehe ich auch in die Wanne. Weil Lush-Badebomben sind so toll, ne? Ich hätte aber jetzt. Die? Okay. Weiß, blau, pink. Wow! Oh mein Gott. Hört ihr das sprudeln? Grün. Wie ein Regenbogen. Ja, wirklich. Und irgendwie muss ich mal eine Zwei-Luft-Bombe. Ich rieche das schon. Das ganze Bad hat schon so geduftet von diesen Badebomben. Und jetzt riecht das, glaube ich, noch mehr gleich. Ich will eigentlich noch eine rein. Welche möchtest du reintun? Die ganz gelbe? Ja. Okay, dann werfst du mal weiter hier drüben hin. Bisschen hin. Oh! Was war denn passiert? Oh mein Gott. Wie ein Vulkan. Ja. Oh mein Gott, das sieht aus wie eine Sonne. Ist die schön. Guck mal. Ja. Wow, die ganzen Farben. Ich hole die mal wieder raus. Nee. Oh, okay. Hier wird niemand rausgeholt aus der Wanne. Das fühlt sich komisch an, ne? Das pritzelt und das so. Das riecht nach Zitrone und Orange. Also die finde ich super schön, die da drüben. Ich auch. Welche möchtest du jetzt? Wie wäre es mit dem Stern, mit dem U-Boot? Ja, nein, das ist ja kein U-Boot. Was hat Raumschiff? Das musst du aber langsam reinsetzen, aber richtig rum. Genau. Und nicht mehr anfassen. Das sieht lustig aus. Wie eine Qualle! Ja. Mit einem, guck mal, das hat einen gelben Schweif hinten. Und eine Qualle mit einem Schwamm. Finger raus, bitte. Das ist aber schön warm. Das ist schön warm, damit wird er auch gleich rein können. Die fährt rückwärts vor allen Dingen. Ich glaube, die kommt zurück zur Erde. Aber guck mal, was da hinten an ihrem Schweif ist. Das ist nicht mehr nur gelb, ne? Ja, das ist bunt. Ja. Ich hätte jetzt gern das Pink. Okay, dann tu sie da mit zwischen irgendwo. Und zwar hier. Da? Oh mein Gott. Oh, das duftet hier im Bad. Ja, das sieht voll cool aus. Oh, wie schön. Die ist auch schön. Ich mag Pink. Mhm. Pink und Blau sieht toll aus. Und die da hinten hat sogar ein bisschen Rot gesprudelt. Siehst du das? Und deine sprudelt immer noch fleißig. Soll ich die mal rausheben? Und dann? Oh mein Gott. Tu mal eine blaue hier zu der pinken rein. Okay, die. Ja, in das Pinke mit rein. Die hat sogar selber vielleicht kriegen Pink. Wir dann, vielleicht kriegen wir dann lila. Wow! Oh, das ist jetzt eher türkis. Ja, und das Blau. Oh, ist das schön. Ja, voll schön. Du darfst nachher, wenn du dich reinsetzt, ne, musst du dich einmal ganz vorsichtig reinsetzen, dass wir diese ganzen tollen Verwirbelungen noch haben. Weil wenn du einmal rührst, haben wir nur noch eine dunkelgrüne Pampe. Verstehst du? Du musst dich ganz vorsichtig dann reinsetzen. Und die. Was war das eben für ein Geräusch? Und die silberne kommt in die Mitte. Das ist die blaue. Meinst du? Ja, wirklich. Sag mal leise. Die pupst.
Das klingt wie brutzeln, als wenn sie was brät. Wow, sind das tolle Farben. Ja, jetzt. Oder ist das die? Guck mal, die hat eine Sonne gemacht. Die eine sieht lustig aus. Das ist cool. Ich glaube, das ist die pinke. Das ist sie. Soll ich, darf ich das schon mal werfen? Ja, du solltest sie werfen. Also ich kannst du das hier hinwerfen? Aber ich habe Angst, dass alles so schwer. Ja, nicht zu doll. Halt sie mal hier drüber. So, höher, höher. Ja, und jetzt. Okay. Hat sie dich getroffen? Ja, am Bein. Nicht schlimm, du gehst ja eh gleich rein. Ja, warte bitte kurz. Wir wollen noch die einmal sehen. Okay, die wird so türkis, blau, grün und irgendeine. Guck mal hier. Ja, die. Die macht eine richtig schöne Sonne. Oh. Schaut euch das mal an da hinten. Ja. Die ist voll cool. Die ist erst gelb, hat wie so eine Sonne gemacht. Und jetzt zieht sie einen roten Schweif hinter sich her. Oder einen pinken. Pink. Und irgendeine knistert hier. Die. Nee, die ist das nicht. Oder vielleicht beide. Ich habe Angst, dass sie alle Farben verhunzt. Oh nein, nicht nur grau, bitte. Warum schwimmst du einmal durch die ganze Wanne? Pink, guck mal, pink. Kommt pink raus? Ja, ein bisschen schon. Aus ihr selber oder ist das von einer anderen? Guck mal. Deine Hände. Glaube ich gleich gelb raus. Guck mal, jetzt ist sie nicht mehr. Ja, jetzt wird's bunt. Und die hier hinten sprudelt immer noch. Ja. Was lag da drin? Papier? Oh, hier. Ein kleines Häufchen noch. Ja, buntes. Da, guck mal. Da. Ja. Nicht mehr reinfassen jetzt, bitte. Das sieht schön aus. Das sind mehrere, die knistern. Lila! Ja! Lecker. Die war so gelb, dann kam rosa, jetzt kommt wieder gelb. Und ich glaube, ganz innen im Kern ist nochmal orange, ne? Oder wieder rosa. Die alle sehen schön aus. Hä? Da ist eine Spitze. Mach mal die Spitze raus, die sieht komisch aus. Ja. Das wird nicht eine Spitze. Das tatsächlich. Wie ist das, ein kleiner Eisberg? Und? Willst du in den Rest auch noch reingehen? Oder ist es zu warm noch? Ein bisschen schon. Wir haben extra warmes Wasser genommen, damit wir eben hinterher auch noch mal rein können. Hock dich mal hin, falls das klappt. Wupp, weg ist sie! Und? Schön. Schön, ne? Aber jetzt ist hier bunter Glitzer. Cool. Das ist immer anders. Das ist schön. Der Goldglitzer. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt, aber hier ist überall Goldglitzer. Das heißt, ich habe auch schon mal in so einer Badebombe gebadet. Wenn du nachher aus der Wanne rauskommst, und ich auch, dann ist überall auf der Haut so ganz feiner Goldglitzer. Der bleibt auf der ganzen Haut. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil es nass ist. Aber auch wenn man sich abtrocknet, bleibt dieser Goldglitzer auf der Haut. Ich schreibe euch die Namen aller Badebomben unten in die Infobox. Ich kann bloß dann nicht mehr sagen, welche ist. Müsstet ihr euch dann am besten auf der Lush-Internetseite vielleicht die Fotos, die passenden dazu anschauen. Habt ihr schon mal in der Badebombe gebadet? Ja, dann schreibt uns mal in die Kommentare. Und dann könnt ihr ja mal irgendwie so ein Emoji machen mit der Farbe von der Badebombe. Ich glaube, bei uns wären das gerade ganz viele Emojis mit ganz vielen verschiedenen Farben. Ne? Mhm. Die sind echt cool. So, und Hannah badet jetzt noch ein bisschen. Ne? Und Mama kommt zu mir rein. Ich bade nach dir, weil sonst haben wir, glaube ich, eine Überschwemmung hier. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen hoch und vergesst nicht, unser Glöckchen anzuschalten, damit ihr kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Und ich bade noch ein bisschen. Du kannst jetzt baden. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch.
Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.